Nightlaser, hör mal als nächstes rein. Die spielen ja auch auf dem Helmfest in Helmstedt. Und Power to Power heißt das Lied. Glam? Ich bin mal gespannt, ne? Ich werde zwischendurch auf Pause drücken. Das heißt, wenn ihr das Video ohne mein Gelaber zwischendurch sehen wollt, Link ist unten in der Infobox, genau wie der Link zum Helmfest. Darum geht es ja in erster Linie, also um die Band und um das Helmfest, weil die spielen ja da. Ne? Nach dem Video, nachdem wir es geguckt haben, quatschen wir ein bisschen über die Band und dann noch ein bisschen über das Helmfest. Und ich würde sagen, gucken wir mal rein. Erstmal bis dahin, geil, das macht Spaß zu sehen. Tat mir ein bisschen weh, als der das Becken auf den Boden geschmissen hat. Ich meine, ich so als Schlagwerker bin ja. Ja, aber man sieht, die Band nimmt sich ultra ernst. So typisch 80er Jahre, 70er Jahre, das Video Metal Rock, geil. Also, so muss das sein. Das macht Spaß. Auf die Band freue ich mich schon, wenn sie da auf dem Helmfest spielt. Ultra gut. Ja, auch die Divas dann so in der Band werden so gezeigt. Das Video macht Spaß, das ist geil. Und die Band sieht so ein bisschen so aus wie so ja, Guns N' Roses Anfangszeiten, Manowar zu den schlimmsten Zeiten. Also ein bisschen. Dieser Lederdress. Ach, hier, wo ist er? Suchen wir da, dieser Lederdress. Ach, wenn ich das sehe. Ah, kräuselt es mich schon. Aber es passt komplett, das ist geil, das ist. So muss, so, die Band, die demonstriert da ja was, das ist halt das Image und so Image-Bands, so, finde ich geil. Also, so Gimmick-Bands, die machen einfach, das macht Spaß und die nehmen sich ja auch nicht ernst, wie man da sieht und geil, so, das macht, ja, ihr wisst, was ich meine.
Ich liebe das so geil, das ist ja das Video, ne? Aber wenn diese Szenen da so zwischendurch, das ist ja quasi so behind the scenes vom Prinzip her. Und ich finde das geil, die einfach mal so das ist mein Platz, geh weg und hier, da gehöre ich hin. Und ja, ich will im Spotlight stehen und nicht du. Das ist ultra gut. Ja, am Ende des Abklatschens, zwischendurch die Szenen, wo dann die Band sich geprügelt hat, mehr oder weniger. Ja, was soll man sagen? Ist ein lustiges Video gewesen. Die Videoszenen, dann hier diese Behind-the-Scenes-Szenen in Schwarz-Weiß, Grau gehalten. Geiles Video, macht Spaß. Also hätte auch beides einzeln gepasst. Einmal dieses Video als Video, einmal dieses Behind-the-Scenes auch als Video. Aber so zusammen, ultra geil. Das macht Spaß, die Idee, so ein Video zu machen, finde ich geil. Also, das gefällt mir. Habe ich auch noch nie gesehen vorher, so quasi ein Video in einem Video zu machen. Ich hoffe, so ist das auch gedacht, quasi. Das ist jetzt das Video, wo wir hier sehen. Diese Schwarz-Weiß-Szenen oder diese, wo die sich geprügelt haben oder so. Diese nicht ganz so guten Szenen sind halt behind the scene. Und ich hoffe, die Band ist da nicht wirklich so. Sonst wird das auf dem Helmfest hinter den Kulissen eine Schlägerei geben. Da muss ich mich da einmischen, aber ich muss dann ja das Bier von den Jungs festhalten. Und während die sich dann schlagen, wird das Bier ja auch schal, dann müsste ich das ja trinken. Und ja, Jungs, ich halt euer Bier. Kein Problem. Ich trinke das auch für euch. Wenn ihr euch da hauen wollt, das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Ja, das Video geil. Das Lied, ich bin ehrlich, ohne Video wird das nicht ganz so Spaß machen. Ich bin ja Black Pagan und so Musik eher. Aber es gibt ja Leute, die Musik mehr feiern als ich. Und für die ist das genau das Richtige. Aber wenn man das Image hinter der Band kennt, dann hört man das auch gerne. Das ist genau wie ich Manowar eigentlich gerne höre. Aber auch nur wegen dem Image dahinter. Die Lieder sind okay, die kann man gut hören. Aber das Image hinter Manowar, das ist halt das, weswegen man Manowar eigentlich hört. Das ist halt lustig. Ja, aber genug über das Lied gequatscht, genug über das Video gequatscht. Quatschen wir über die Band. Und da gehen wir wie immer auf Metal Archives. Weil, wie wir schon gelernt haben, ich bin ein fauler Hund, ich bin zu faul zum Recherchieren, ich gucke einfach nach. Die Band kommt aus Hamburg, gibt es seit 2014 und haben drei Alben rausgebracht. Eins 2014, eins 2017 und eins 2020. 2020 war jetzt nicht so die beste Zeit, um ein Album rauszubringen. Da konnte man nicht so gut mit auf Tour gehen, da war ja alles dicht, aber geht ja jetzt wieder los und hoffentlich bleibt das auch so. Stelle ich euch die Band mal vor. Das ist der Robert am Bass, das ist der Benno an den Vocals, das ist der Jonas an den Drums und der Tönjes an den Gitarren. Ja, gefallen mir, gehen mega ab, also live, das ist ein Live-Erlebnis, die Band, glaube ich, und ich bin auf das Konzert gespannt, ob es da auch so Schlägereien gibt. Wie gesagt, Jungs, wenn ihr euch schlagt, ne, ich halt euer Bier und trinke das auch für euch, gar kein Problem. Wirklich gar kein Problem, damit ihr euch auch gut auf die Fresse geben könnt. Na, ihr müsst euch nicht um euer Bier Sorgen machen, das trinke ich. Gar kein Thema. Ja. Helmfest. 11. bis 13. August spielt die Band. Und wie gesagt, wenn die Band sich da prügelt, na, ich halte euer Bier fest. So, 11. bis 13. August. Es spielen einige Bands da. Seht ihr jetzt hier auch hier neben mir wahrscheinlich eingeblendet, wenn ich das nicht vergessen habe. Und es wird großartig. Helmfest findet in Büttelstedt statt, Helmstedt-Büttelstedt, und findet zum zweiten Mal dieses Jahr, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr fand es statt und jetzt dieses Jahr findet es statt. Und großartige Bands dabei, seht ihr ja auch daneben mir. Ich habe auf einige Bands schon reagiert, auf einige werde ich noch reagieren. Ich habe ein Video gemacht, also eine Vorschau aufs Helmfest. Schaut euch das auch gerne an und kommt zum Helmfest, kommt zahlreich. Es wird Tageskarten geben, es wird Wochenendtickets, also ein komplett Festivalticket geben. Es wird Spaß geben, die Bands werden da sein. Es wird nette Leute in den Camps geben.
Wenn ihr mich seht, quatscht mich an, trinken wir ein Bierchen, trinken wir einen Kaffee, trinken wir was weiß ich was zusammen. Ich werde dann nur nicht mit jedem von euch ein komplettes Bier trinken können, sonst bin ich ja zu nichts mehr zu gebrauchen. Was tendenziell ja auch nicht verkehrt ist. Aber ich bin ja da, um Videos zu machen, um vielleicht das ein oder andere Interview zu führen, die ein oder andere Stimme vor der Kamera zu haben. Und ich möchte da doch schon noch wissen, was ich mache und nicht so komplett abgefuckt in der Ecke liegen, wie das einige andere tun. So, Nightlaser spielen auf dem Helmfest. Soll ich noch sagen, hört euch weiter Nightlaser an, hört euch andere Bands an, hört was ihr wollt, geht auf Festivals, muss ja nicht nur Metal sein, kann ja auch was anderes sein. Die Leute freuen sich, dass wieder Festivals stattfinden oder Konzerte stattfinden. Solange es noch geht, geht hin. Und ansonsten würde ich noch sagen, habt einen geilen Tag. Metal ist geil und Krieg ist scheiße.